Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Elbland-Klinikum Riesa ist umgezogen, und zwar an die sanierten Räume auf der Ebene 3 im Haupthaus. Schon zu Beginn des Jahres wurde die Station für die Patientinnen hergerichtet. Nun sind Geburtshilfe und Gynäkologie zusammen in einem Bereich. Der Kreißsaal war ja unten im Container, die Gyn- und Geburtshilfe war im Nebengebäude mit der Kinderstation zusammen, und die waren wirklich zusammen auf einer Station, und das fast 3 Jahre lang. Die Leitung der Station hat auch immer gesagt, 3 Monate sollten es sein, 3 Jahre sind es geworden. Und auch der Kreißsaal, der hier hochgezogen sind. Also es sind alle ganz, ganz toll zufrieden, die Gänge sind hell, wir haben ganz, ganz tolle Zimmer, wir haben Familienzimmer, und die nehmen das wunderbar auf, die freuen sich, auch die Kreißsäle, die jetzt hell und freundlich und groß sind, also mit unseren eigenen, mit einer neuen Badewanne, mit einer Entspannungsbadewanne und die Gebärbadewanne und Station, die freuen sich sehr, dass wir jetzt hier sind. Hier kann das medizinische und Pflegepersonal sein ganzes Potenzial entfalten. Und da hat das Elbland-Klinikum Riesa viel zu bieten, weiß Oberärztin Claudia Buschmann. Komplett anders ist, dass wir im Moment die komplette Station, die Kreißsaalebene und auch die neugeborenen ITS und die neugeborenen Station quasi direkt nebeneinander haben, inklusive hier im Kreißsaal und OP-Saal, wo wir auch die Kaiserschnitte zur Not durchführen können und auch die Mütter tatsächlich mit ihren Babys total nah zusammen sind nach der Geburt. Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Team. Wir sind immer mit einem Facharzt quasi 24 Stunden im Haus und immer 2 Ärzte, die eben Geburten und die Gynäkologie auch in der Nacht betreuen können. Wir haben jetzt neue Untersuchungstechniken bekommen, neue Ultraschallgeräte, sodass wir die Patienten auch da gut versorgen können, schon vor der OP gute Untersuchungsmöglichkeiten haben, um den Patienten auch zu erklären, warum wir bestimmte Eingriffe machen. Wir sind, denke ich, gut für Beckenbodeneingriffe, Senkungseingriffe aufgestellt, beziehungsweise auch minimalinvasive Eingriffe, also Bauchspiegelung, wo man jetzt nicht mehr unbedingt große Bauchschnitte machen muss, sondern über kleine Einstiche OPs durchführen kann. Wir haben, wie gesagt, die Kinderheilkunde hier direkt vor Ort, wo auch immer ein Facharzt im Dienst ist, und die Narkoseärzte logischerweise, die man jetzt für die Geburtshilfe dringend braucht, auch in der Nacht. Also ich denke, da sind wir eigentlich gut ausgestattet. Mit den neuen Möglichkeiten in Riesa kann eine große Region jetzt optimal abgedeckt werden. Wohnortnähe und ein modernes Umfeld spielen gerade in diesem Bereich eine große Rolle. Also ich denke schon, dass das Umfeld gerade eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass man sich hier wohlfühlt, wenn man das Kind hier gebärt, und vor allem auch die Nachbetreuung ist sehr, sehr wichtig, und das spielt eine große Rolle für die Eltern, für die werdenden Eltern. Mit der Zusammenführung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Elbland-Klinikum Riesa ist ein nächster großer Schritt hin zum modernen Gesundheitsversorger für eine ganze Region erfolgreich abgeschlossen worden.